Salut les Fly Dalton Milch, heim, ich spiele weiter Super Mario Odyssey. Hi, hier mal schon der Bowser Kingdom, da gehen wir mal hin. Und checken wir mal, was da so alles zu gucken geht. Naja, Bowser Kingdom sieht ziemlich viel. Ich meine, wir kommen relativ zum Schluss vom Spiel, wie das mal hier der Bowser sein Weltlogo gesehen. Und bla bla bla, Cappy zählt als Remappes und so weiter und so fort. Was ist das denn da geschieht? Ich weiß nicht, nicht? Ach, mein Kerl. Sind wir nicht da gekommen, wo wir wollten? Hier sind wir in der Ruined Kingdom und von der Welt von Bayonetta für mich. Und für dich nicht, das ist mir egal. Für mich ist das die Welt von Bayonetta. Lass uns kalm. Also, ich hätte gedacht, ich wäre ein bisschen abs mei. Voilà. Das war ein unnötiger Umweg. Und voll der Meinung wäre, dass hier war. Okay, da ist abs, effektiv. Wir brauchen da drei Stück, wie der gesagt, hier für uns zu kommen. Und das hat dann also ein bisschen angefangen wie Bowser Schloss Nummer 2 oder so. Komm so an. So wie wir für Ugehale gesehen haben, gegen den Bowser in der Cloud Kingdom zu kämpfen, gehen wir das hier ja, sie mal in der Ugehale gehen, fängt hei, einen kleinen Stopp zu machen. Und wie da merkt, man kriegt just drei Monde gefroht, das tut uns eine relativ kleine Welt. Na gucken wir mal, was hier so geht. Was geht es hier? A freaking Dragon! Ja, mit der vergehenden Drach kämpfen. Und das tut gut Leute halt gesucht tun, die Kohärenz gegen gut keinen Sinn gehen, also grafisch gesehen und so. Ich fand das ganz okay. Ich gesehen nicht, für war oft gemänkelt, dass so Apps nicht willkommen wäre oder so. Ah ja, schon müsste warten am Anfang, mega all. Okay, das wird doch wohl geklappt. Anscheinend. Am Anfang, wenn ihr rundherum lebt, ist es viel mehr gefährlich, wie wenn einfach auf der Platte steht. Da schlägt er um seinen Kopf. Da darf man um so flott Mustern ausweichen. Oder auch nicht. Und zwei. Das ist so viel Leben an diesem Level, fällt mir gerade auf, ne? Das war nicht gut am Anfang. Ich meine, du siehst nicht so drauf gefallen. Das ist mir bis jetzt noch nie geschieht. Ich habe bis jetzt alle am ersten Versuch gekriegt. Ich habe noch nie gehabt, dass ich Hofguide gesehen habe. Dann ist einfach verkackt, wirklich. Ich habe so viel Zeit verbraucht, an dem ich noch nie gegangen bin. Oh, komm. Voilà. Es sind ein schoppischen Drach, den ich kann. Voilà, du kriegst auch schon als die drei Monde, wo wir brauchen, für weiterzukommen. Das wirklich am Anfang, just da. Es sind andere Sachen, die du noch einer abtauchen. Ne? Wie gesagt, du hast gesehen, ich habe schon eh mehr gesammelt wie neidisch. Mir heigert das KW da lernst nicht. Leute müssen den Drach bekämpfen. Also. Das ist nicht, dass ich die drei Monde noch auch nicht kann sammeln. Ja, das ist mein Knäppchen, den. Ich bring das her, der gehört nicht, ne? Dachte ja. Ich muss den Controller beim Mikro halten.
Voilà. Natürlich bleiben wir nicht mehr bei dieser Welt. Wir fangen noch schon die Pauserwelt an. Oder das wird dann Druck haben. Huhu. Oh ja, wir haben da das Sinn nach ein Kerl gepflegt. Das verstehe ich nicht. Ich werde das so oft wiederholen am Anfang. Ne? Voilà, und dann geht direkt Richtung die Destination, wo am Anfang geplant war. Wir skippen Ruhen, aber. Auf der Sephrine, eine Frau, Freine, Freine, Freine. Bowser's Kingdom. Voilà, hier ist am Anfang cool, das ist eine Welt, die am Anfang relativ linear ist. Und ich empfehle nur den Open Welten nonstop. Könnte das relativ gut. Am meisten, dass der Bowser Castle ist, wie gesagt. Und das ist nur ein Stil, wirklich, dass sie dem einen japanischen Shogun-Stil gehen haben. Das ist einfach herrlich. Voilà. Am Anfang ist es so, dass wir hier schon einen gewissen Unzahl von Monden brauchen, um für uns zu kommen. Das Schluss, wir kriegen hier nicht gesucht. Wir kriegen hier echt gesucht, weil wir die Welt selber bis komplett besicht haben. Sobald er so ein Trupp und Gumbas sieht, geht davon aus, dass er den irgendwo braucht, ne? Das da dann von überall sind so Collectibles. Überall. Ich geh schon ein Geheim, ein Münzensammelchen. Wie hast du nicht so gut nach. Ne, die blinkt nicht. Dann habe ich auch nichts. Okay, boah. Können wir mal führen gehen? Hier ist der coolste Gegner überhaupt, fand ich. Ein von den interessantesten Kräften, die es gibt. Den Pickfehlchen ist wirklich eine von den coolsten Ideen. Hier ist Rimso, eh von den Transformationen, eh von den Gegner, wo so originell sind, wo ich mal so in der Titan hat, kennt ein Spiel für sich sind. Ne? Wir holen mal so gut wie möglich statt, was wir noch in der Wesen fanden. Nein, nein. Bitte nervt mich ein bisschen, weil. Voilà. Es gibt einen Trick, den ich nicht ganz verstehe am Funk. Eins durch Leiter und ich mich ruf. Natürlich. Ja, von mir aus. Wir schon den heute Mat. Und ich meine, ich sprang direkt an den Tod, weil ich weiß nicht, ob ich Herz erfahren habe. Ich will mich scheinst du einfach treffen lassen. Und das ist blöd, wenn ich dann. Natürlich, schon vergiss, ein Mond heilt. Ich Idiot. Ja, das ist ein normaler Gegner, übrigens, das ist kein Boss. Sind du ein bisschen wie eine Boss geparkt, weil ihn du für direkt den Preis kriegst. Aber das ist ein normaler Gegner. Cool, ne? Infiltrate Bowser's Castle. So haben wir dann den ersten Deal am Anfang vom Schloss besicht, so gesagt, ja. Aber es geht noch weiter, die seht ihr da oben und so weiter. Es geht gut für uns. Wir werden das aber an einem Stück machen, ne? Smart Bombing, ja, ist das auch. Voilà, hier ist wirklich so, für diesen Deal zu packen, musste man
all die Mondfragmente hier sammeln. Oh, come on, es sind noch Chlor Alarm stehen. Schatzen die riesige Hitboxen, wo sein Stone. Wirklich. Ich hätte gedacht, du wärst Mond. Poking a turret wall. Okay. Also, ich hatte gedacht, hier wäre ihn. Huh. I've been fooled! No! Also. Hi vielleicht? Sind wir mal. Ich weiß gar nicht, wie ich. Ah, hi, Assen, okay. Da sieht überall rundherum Leute einfach so Move Münzen, ne? So wie hi da innen. Die sind effektiv zu kriegen, aber du musst ihn Anfang Ruf mit dem Filzchen gehen. Voilà. Also haben wir dann auch den zweiten Mission-Deal gepackt. Bin da aber schon ein paar gesammelt durch den Tisch und das ist gut. Bringt euch auf 7 Stück. Ich weiß leider nicht, wie viel wir da brauchen. Ne? Wir können davon ausgehen, dass wir vom Boss da sowieso 3 Stück kriegen und so. Big Brutal Battle. Ne, es gibt das von Skift. Okay, lo mein kleine Insel, wo wir Pause können. Und hier kleinen Tipp: 1, 2, 3, 4, 5 stehen. Okay, 5 stehen. So, kann ich den nicht einfach so holen? Achso. Muss ich das Bild als ich gesehen haben? Wie das den abtaucht, das ist schön. Ich wäre der Meinung, ich könnte ihn einfach so kriegen, ne? Buh. Okay, ich weiß nicht mehr. Es gibt so Bilder, die ihn rundherum finden. Normalerweise anhand von den Bildern am Anfang sehen, wo ich dann mich spät kann an enger Welt einen Mond fangen und hier als ein Mond unter dem 5. stehen. Mehr will man nicht gehen. Boah, du könntest Brutalkampf. Am Anfang wäre ein Herz nicht schlecht, aber ich meine, wir können das auch so machen, ne? Hey, guck mal, ich denke, was hier so gut kann. Hier so geile Shogun-Kleider oder Hanafuda-Karten oder Kingdom Sticker, oh mein Gott. Nein, nein, nein. Ich war schon ein bisschen erstaunt zu sehen, dass sie das irgendwie einfach diese Sticker nennen. Das ist ein Sticker für die Flieger und so, ja, mehr. Ich komme eben. So wie den hier los, mal natürlich nicht leihen. Schieso, all in a row. Ah ja, ne. Das fühlt sich wie das Pferde springen zweimal hoch, genau den nächsten Rätsel zu machen, ob ich noch Platz. Und da sind wirklich die Monster-Reviews, die überhaupt das kritisiert haben, dass sie selbst gerappt haben. Man, du wisst ja, Nintendo kriegt immer extra Wurst. Nintendo wird nicht nämlich bewährt wie die anderen. Du kannst behaupten, was sie wollen, aber Nintendo kriegt all keine seine extra Wurst. Okay. Dann sind wir da mal gekommen.
Wir haben zwei böser Götterstatuen, die wir müssen zerstören. Ah ja, der Titan würde mal eigentlich noch nicht geguckt. Komm mal hin. Ach, da landst. Es kann ihn nämlich ein bisschen sein. Normalerweise muss ihn warten, bis dass er das heute benutzt. Und da kann ihn den zurückschießen. Und so weiter. Es kann ihn eigentlich ballständig zurückgreifen. Ne? So wie lo. Lo muss ich ganz gut aufpassen. Okay. Voilà. Dann ist der Angriff direkt gestoppt. Aber nicht mehr schon gut. Oh, komm nicht mehr nur. Weil, wenn sie so nur können, dann klappt das nicht. Nee, so geht das nie etwas. Voilà. Nee, nee, du kannst nicht weit. Schluss nicht. So. Voilà. Wie gesagt, am Anfang ist es cool, weil Bosse auch wirklich am Anfang. Es muss ihnen just dafür wischen, dass ihre Kopf frei ist, ne? Dass sie keinen Mutz unhören. Das ist alles. Und du mal dann den Thunder God Bowser zerstört. Anhäng 2 dran. Gefällt so gut aus. Denn heute war der nächste, wo wir beginnt hatten. Und das ist da dran, ne? Hier kann ich noch eigentlich den Hut treffen. Und das sollte dazu bringen. Oh. Nee, was läuft mit dir? Ich mache gerade die Knäppchen, du Topert. Fick dich. Ich hasse den heute am Funk wenigst ein Postgame. So, kannst du? Ja, du hattest schon keine Sprünge mehr, schon noch nicht gemäht. Das war unnötig knapp. Normalerweise kann ich ihn einfach seinen Mutz unhalen, ob der Platz an der City im Ehen gut normalen Rennen auf. Ich weiß nicht, war, du hättest nicht enker gesnappt. Du hast nicht denken geschieht. Ah, mei. Also, das heute. Einfach nehmen das hier hin. Aber solange die Mutz wieder die Gegner zudreht, verliert den engen Mutz nur der Rana. Und schön schon gemäht. Ich weiß, dass es geht. Und ich weiß nicht, wer das hier nicht geklappt hat. Münd gepackt, dass er nachhin da hat, mir nicht auf die Art und Weise, wie ich es gehofft hat. Dafür sind ich gerade so salty. Salty, salty, salty. Salz, überall Saldamaschi. Also, und so haben wir dann den dritten Teil von dieser Festung. Wir sind am Anfang relativ gut an der Zeit. Showdown at Bowser's Castle. Muhahaha. Ich überdreife. Also, gehen wir mal ganz ruhig noch hier. Und hier könnt ihr dann längs auch jetzt gesehen, die wunderschönen Tier, wo 200 Tonnen Metall gebraucht wird, für zu bauen. Es geht schon ganz gut an, indem es ganz banal Gegner mich natürlich getroffen kriegen. Wo ich eigentlich aber ganz klar angegriffen und Perspektiven können ihn eins dort täuschen. Komm, geh, Firo in College. Ich schon besser anfangen, so zu machen wie. Damit muss ich einfach so. Heute sind wir am Bowser's Castle, ne? Nimm für. Komm mal einer. Komm. So. Gut so. Und als Belohnung trinken sie mehr Schnirbel und stirb. Nicht nur so ein Lach, am Anfang kann ich wählen, ob ich ihn mit einem Stampfattack will besiegen oder so mit dem Schnirbel. Das fand ich auch cool, dass sie da den Schwer los sind. Dass sie einen am Anfang nicht zwingen, aus der Verwandlung rauszugehen, just das. Aber wie die Fändeln am Rhythmus von der Musik hopsen. Genial, genial, einfach nur genial, wirklich, ne? So, kannst du das machen, was ich will?
Merci! Oh mein Gott, verdammt nur schwer! Ich weiß gerade nicht, was das soll, ne? Das war nur ganz komisch. Oh ne, warte, ich meine. Ich finde die besser zurückzuholen, bevor das so verschwindet. Und wenn ich mich nicht irre, kann ich da einen Mond kriegen. Mir sprachte voll dafür. Ja, sieh da, lach. Das war blöd, weil ich hätte ihm Ball auf den Kopf gesprungen. Und schulden das heute, weil ich meine, da das extra Leben. Ja, sind nicht. Wen Hummer dann du? Yo! Kollege! Ho! Ho! War das Start! Das ist cool! Me, du wirst mir skippen. Weil ich kämpfe mal gegen die ultimative Verwandlung von den Brutals. Geh mal dat. Ja, für den Anfang ist es relativ einfach. Denn nur sacken sie ein bisschen. Okay. Es kann ihn nämlich drop bleiben, an nicht drauf fallen. Ne? Und kann ihn so von der Seite angreifen. Oh komm, Spiel! Das war nur Ossi. Na komm, chinesisch knuppert denn. Die kann in eigentlich der Schüssel ausweichen, ne? Leider konnte Schlohei gar nichts Spezielles an diesem Kampf weisen. Das Spiel wollte das nicht. Ja, die heutigen Trickscheiße bringt gar nichts, ne? Das ist ein kleines Knuppertchen, die Gölle nicht als richtig explosiv. Voilà, am Anfang konnte ich wenigstens Start weisen, da schwierig nicht, muss man am Fehlchen nur greifen. Und ja. Aber bon. Ich konnte das nicht so cool machen. Ich finde das schon ein paar Hikrut, dass ich nicht aufgefallen sehen von der Maschine an den direkten so besiegt gut. Das ist auch das, was am Speedrun nötig ist. Wenn ihn das nicht drauf hat, dann soll ihn das sie lassen. Oder echter gesagt, dann muss ich ihn das trainieren. Ne? Weil das nicht dran, dass ich ihn am Anfang Speedrun möchte, wo Mario Odyssey an das nicht kann. Dann kann ihn wirklich. Es verliert dir so viel Zeit, wenn ihn normal bekämpft.
Wie da gesehen, all die Phasen, wo ihn halt kein Kurle scheißt. Auf ein Nintendo so dreist das. Weil also sie sind da oder vom Fredefeier. Das ist dark. Mit Feier in den Dode. Oh komm! Ram pam 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 parabam pam parabam ra 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 da 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 da. Ja, ich weiß nicht, was los, Mann, an der Zeit, wo der Titan ass an und hallo Bowser, wo bist du? Ja. Nee, der Mario war so dumm und hat die Idee, zurück bei Dodds zu gehen. Was? Der Bowser ist auf den Mond geflohen. Ich meine, schön genug. Yeah, schön genug. Nice. Ich weiß nur nicht, wie viel das schlussendlich gebraucht war, aber war das das? Als Odyssey als komplett? Maja, maja. Ah, viel zu heller Honne ist ein Schein. Okay, da drin war ein bisschen wie lang vor, das ist ja auch klar. Wir haben nämlich den Drachenboss gemäht, plus danach eben Honnen drin. Plus dann haben wir noch ein paar der ganze Bowser's Kingdom gemäht. Und da haben wir als offizielle Lash-Destination, ja, und zwar The Mount. Weil es nicht klar, dass wir zum Schluss auf The Mount kommen. Voilà, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, das war ein bisschen wie lang falsch. Nichts geht aus The Mount drin, das kann sein, dass das Römer ein bisschen wie lang falsch geht, mir vielleicht aber auch die Lash. Denkt doch nur, ob ich will weiß, was alles Postgame ist. Das überlege ich mir noch. Allez, das war ein Alpenmädchen mit Super Mario Odyssey. Bis nächste Kehr. Ciao.